Hier ist der Dokaskope Wirtschaftskalender für Mittwoch, den 20. Juli. Mal sehen, welche Nachrichten beachtenswert sind. Der deutsche Erzeugerpreisindex für Juni erscheint zunächst um 6 Uhr. Der Index stieg im Mai im Rahmen der Erwartungen und verzeichnete die größte monatliche Zunahme seit mehr als 3 Jahren. Der genau beachtete britische Arbeitsmarktbericht für Mai folgt um 8:30. Die Arbeitslosenquote kroch im April noch niedriger und liegt nun bei einem 10-Jahres-Tief, obwohl dies offensichtlich zu keiner Zinserhöhung in absehbarer Zeit führen wird. Die Schweizer ZEV-Konjunkturerwartungen für Juli folgen um 9 Uhr. Im Juni nahm der Index um 1,9 Punkte zu und erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2014. Um 13 Uhr erscheint der chinesische Leitindex für Juni. Der Index erholte sich im Mai nach einem Schlupf um 0,1% im Vormonat. Es gibt nur wenig Beachtenswertes bis 1.30 Uhr nachts, wenn das Geschäftsvertrauen von der Nationalbank Australiens fürs zweite Quartal bekannt gegeben wird. Im ersten Quartal rückte der Index etwas niedriger, blieb aber im positiven Bereich. Die Kreditkartenausgaben Neuseelands für Juni folgen um 3 Uhr. Im Mai nahmen die Ausgaben weiterhin zu, wenn auch langsamer als die 9,1% vor einem Monat. Und der japanische Gesamtindustrieindex für Mai schließt um 4.30 Uhr. Der Index wuchs im April schneller als die 0,2% vom Vormonat. Hier war Kais Halil mit dem Wirtschaftskalender für Mittwoch. Auf Wiedersehen.